Gedankenkontrolle zerstören. Sie senden Stimmen in mein Gehirn. Du hast den Mann gehört. Zerstöre diese Sendeschüssel. Ich brauche diesen Hut. Es ist seltsam, dass man die Mission... War denn die letzte Schüssel? Da war die. Moment, beruhigend? Okay, der ist tot. Hol dir jetzt diesen Hut. Schick, mit dem Hut wäre ich in aller Munde. Dann könnten die schnöseligen Aristokraten mich nicht mehr von ihren feinen Galas machen. Ach man. Aber lässt sich das in die Map? Ja! Die Tore überspringen natürlich. Mit M lässt sich das auf. Als Schaden müssen wir noch ein bisschen üben. Irgendwie muss man das Ding doch aufkriegen. Link. Okay. Es kann sein, dass die Tage dann, wie gesagt, nochmal mit einem hochleveligen Also, ja, mega. Hat super funktioniert. Okay. Vielleicht kannst du irgendwo draufklettern und von oben drauf knallen. Hey, warum funktioniert das nicht? Ist bescheuert? Ja, bin ich weiß. Bodenschmetterer. Duck dich, um deine innere Stärke zu wecken. Spring einfach darauf und drück ducken. Die Taste, die ich die ganze Zeit drücke. Jetzt geht's. Ich glaube, ich bin einfach vorbeigesprungen die ganze Zeit. Finger weg von meinen feinen Sachen! Hi. Du hast dich mit der Falschen angelegt.
Ach, die Geschichte. Was geht, Kammerjäger? Vaughn, weißt du irgendwas über diese KDK-Statuen? Bah, die Kinder der Kammer lassen diese scheiß KDK-Statuen überall zurück. Weißt du was? Wir zeigen es diesen Möchtegern-Göttern und stellen unsere eigenen Götzen her. Nach meinem Vorbild. Vom kantigen Kinn bis hin zu den legendären Waden. Finde zuerst alle meine Steckbriefe. PS, ich bin sehr begehrt. Wenn wir das durchziehen wollen, müssen wir den 3D-Scanner mit den Bildern von mir füttern. Dann können wir die Statuen drucken, die aussehen wie ich. Das wird den Kalypsos gewaltig gegen den Strich gehen. Oh, yeah! Ich habe mich nicht vom Hyperion-Buchhalter zum Banditen-Kriegslord hochgearbeitet, nur wieder Befehle zu befolgen. Als ich dem beschissenen Kult nicht beitreten wollte, hat Tyrene Calypso eine Prämie auf meinen knackigen Arsch ausgesetzt und auf den Rest von mir. Aber ich lebe noch, Baby! Ich rock es noch, Bro! Ich weiß nicht, wie oft ich die Mission hier schon gemacht habe. Und die werden wir noch ein paar Mal machen, weil ich ja vorhabe, alle Charaktere zu leveln. Also nicht alles hintereinander, aber ich glaube, dann werde ich mich tatsächlich wirklich dann nur noch husten lassen. Versprechungen von Deathcores, endlosen Fleischvorräten und Blutsaunen verarscht. Gutes Zeug, oder? Mein Clan ist auch darauf eingefallen. Diese Idioten. Mein Clan hat mich verraten, aber wenn die Kalypsos meinen Sonnenklopfern etwas antun, wird das hier zur Blutfehde. Und das wäre klasse. Ich war lang nicht mehr in eine gute altmodische. Bisschen geht er mir auf den Sack. Blutfäde verwickelt. Das wird toll! Lustigerweise immer noch kein Sturmgewehr gefunden. Sieht es mal so tatsächlich. Bei jedem Durchgang, den ich bis jetzt gespielt habe, habe ich hier ewig noch am Anfang kein Sturmgewehr gefunden. Mm-hmm.
historischen Markierung von Typhon de Leon, dem ersten Kammerjäger. Er ist vor Jahrzehnten auf der Suche nach der eridianischen Heimatwelt verschwunden. Ich suche alle Informationen, die von ihm stammen könnten. Springe rein! Die Waffe ist ja scheiße. Die Waffe ist ja scheiße. Ist Gott zweimal. Sehen wir wirklich aus? Natürlich nicht. Keine Munition mehr, geil. Keine Munition mehr gehabt. Alter Schwede. Jetzt habe ich Muni oder was? Ach, wenn ich... Hä? Ich muss es nicht verstehen. Spawned. Wo ist er hin? Da müssen wir hin. Ich liebe es! Vergiss mal Skillpunkte ausgeben. Oh, ja, sogar besser als der, den ich schon habe. Geringfügig, aber ist besser. Hallo Kammerjäger, ich bin Sir Hammerlock und ich will, dass du für mich Dinge jagst und tötest. In den Borderlands findest du jede Menge seltene und gefährliche Exemplare. Ich werde dich reich für deine Trophäen belohnen. Lavender Crawley ist die Matriarchin der Crawley-Familie, einer Blutlinie von ganz besonders hochnäsigen Varkids. Sie muss sterben. Oh.
Die hat einen Hut auf! Und einen Schnurrbart! Sehe ich übrigens zum ersten Mal. Geil. Ich will keine Muni mehr. Oh, gefällt mir eigentlich gerade ganz gut hier. Hast du gerade die Flügel weggeschossen? Mit auch einen Hut! Oh, 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 oh. Okay. Die sehe ich zum ersten Mal tatsächlich. Oh mein Gott, endlich. Ich kann es noch nicht aufnehmen. Ihr wollt mich da verarschen. Ah, oh, ich kann es nicht aufnehmen. Oh, das ist alles Level 7, Level 7, Level 7. Du wirst meine Opfergabe sein. Ah, das ist alles über meinem... Das war lustig gerade. Da liegt doch noch was. Gab auch gut Iridium. Von einem Poser! Für dich fällt der Vorhang! Na los, kletter da rauf! Au, du weißt, was du darauf gedacht hast, oder? Doch, was du verdienst, Bübchen! Also manchmal nervt mich der Typ. Spring an deine Kante und spring nochmal, um dich hochzuziehen. Musst du etwa zurück in die Grundausbildung? Und jetzt zerstör diesen Echo-Transponder. Hol mir die Antenne. Die
Ja, noch nicht. Wir machen erst noch die anderen Missionen. Level 7 kriegen wir richtig viele Waffen. Bitte. Ah, ich würde gerade schauen. Aus das Schreiben. Ich hab mich gerade selbst. Bäh.
ich habe gerade die Granate. Ich habe die Granate auf das Ding geworfen. Aber es war zu nah. Mein Auto eigentlich noch stehen, oder? Ah, das war ein bisschen doof. Das Visier von der Waffe ist cool. Ist er doch gestorben? Hey, das ist der Big Cat. Nimm ihn und leg los. Ernte ein paar saftige Kaktusfrüchte. Die Dinger schmecken so verdammt köstlich, dass es meinen Kunden egal ist, was sie essen. Genauso mag ich das. Und mag es ja nicht, mich zu verurteilen. Es ist mir egal, ob es falsch ist, den Leuten abgeschnittene Fußnägel und Smegma zu servieren. Smegma! Smegma! Sekundärfunktion nennt man in unserer Branche indirekten Schaden. Du weißt schon, Bodenschmetterer, Granaten und so. Damit kannst du die Kakteen direkt abschlagen. Versuch's mal. Für dich.
bring mich um. Ja, töte mich doch mal! Aber die Luft anhalte. Moni für die Waffe wäre richtig geil. Du Niete! Sieht aus, als würde irgendwer meine Kakteen wildern. Das bedeutet in Küchensprache, er kommt in die Suppe. Das ist sicher dieser Banditenkoch Hackepeter. Töte ihn! Bald geschafft. Schon bald wird mein Pfannenwenderwedel der Rivale für seine Taten zahlen. Aber zuerst muss mein neuer Rivale Hackepeter zahlen. Glaub mir, der Alltag ist. Hackepeter. Willi.
Wollte mich verarschen. Also, es explodiert. Faszinierend, da sind immer so Sachen, die hatte ich vorher gar nicht. Los, her damit! Ist natürlich mein Plan hinfällig, dass ich mich mit dem Auto hier hinstellen wollte. In Ordnung, pass auf Hackepeter, Skags, Trüffelbeißer und Aufspeißer auf. Strengt euch doch wenigstens an! Der Koch ist tot. Wow. Ich hab grad voll das Déjà-vu. Ich hab grad euren Chef getötet.
die falsche Frau ausgesucht. So, wir sind jetzt Level 7. Wir können die eine oder andere Waffe vielleicht mal ausprobieren. Ach, die hätte man über den Big Cack benutzen können. Was haben wir denn noch an Missionen? Oh, wir müssen ja nochmal Fleisch sammeln. Erwischt und abserviert.
werden mal alle Missionen, die ja noch anliegen, jetzt machen. Bevor es dann mit der Sanctuary weggeht. Diese Viecher sind so obernervig. Live with this mayhem. Test the truth. Ich war's nicht. Da kommen sie! Thank you.
kann ja reinfahren. Sag ich hier. Habe ich genau drei Wörter verstanden. Nur mal so unter uns. Daher nehme ich meine gesamte Macht. Das Bild kann ich mich noch gut erinnern. Ja, ist echt was anderes als die Banditen-Selfies von früher. Als ich meinen ersten Banditen-Clan gegründet habe, musste man auch sein blutiges Gesicht an einen Felsen rauchen, um einen Appetit von sich zu kriegen. Bisschen. Kommt schon, Schlappschwänze. Easy peasy. Oh, hi. Der wäre. Sag mein Kindern! Ich bin der Sperr der Zwillinge. Gut, und jetzt füttere den Scanner mit den Steckbriefen. Wow, ich erkenne dir das gerade wirklich, oder? Reißen wir sie in Stücke! Ich kann nicht werfen, was ich nicht habe.
Wäre schön, wenn man beim Aufnehmen schon so manche Sachen als Schrott markieren könnte. Dass man die nur so zum Verkaufen mitnimmt. Ja, gut. Gute Figur, Bro. Ach, komm schon, ich weiß. Du musst doch nicht so nett sein. Los, tauschen wir welche von den scheiß KDK-Statuen gegen mein Abbild aus. Tschüsschen, KDK. Und hallo, glorreicher goldener Vorn. Oh, Mann, seh dich an. Ich wurde als Statue verewigt und bin dem besten Clan des Planeten beigetreten. Es leben die Crimson Raiders! Idiot. Ich liebe diesen Tag! Ich glaube, ich habe gerade einen Schlaganfall. Ich habe voll den so Chlorgeruch in der Nase vom Schwimmbad. So, was haben wir denn noch? Goldene, sprich mit Worn, gib Knepte, töte den Undertaker. Ich werde dich eines Tages wieder Banditen kriegen. Slot. Aber im Moment geht's meistens um den Schuss, um die KDK fertig zu machen. Komm mich besuchen, wenn du wieder mal Zeit hast. Mach ich. Und mir erst, und ich habe gerade einen Hunger, ey. Fest. Dank dir ist Pandora jetzt sicherer Kammerjäger.
mach gleich mal Feierabend, ey. Ich geh sicher! Kann schon nicht mehr zielen. Voll aufs Fressbrett! War das zu viel für dich? Ich kann echt schon nicht mehr zielen, ey. Doch keine so lange Nacht. Ich habe halt echt lange gebraucht, um verschiedene Sachen zum Laufen zu bringen. Unter anderem Blende zu. Ich bin dafür, wir reisen einfach per Schnellreise zurück, geben die ganzen Missionen ab, die ich da noch übrig habe. Machen wir Feierabend. Wir haben wieder 2,5 Stunden. Ist okay so. Ich hab Kugeln mit deinem Namen drauf. Moment, so war das nicht gemeint. Etwas Geld. Gib doch was davon aus. Danke, Kammerjäger. Du hast meine Träume wahr werden lassen. Wer wünscht sich nicht, in Gold verewigt zu werden, oder? Weißt du, wir haben die KDK heute zwar nicht erledigt, aber wenn sie die Statuen sehen, werden sie wissen, wer das Sagen hat. Sie werden es wissen! Hörst du das, Tyrene? Ab sofort kannst du mein Sixpack anbieten, denn mein Name ist Vaughn! Mehr! Ich will mehr! Stylisch und tödlich! Ich habe das Gefühl, dass irgendwas explodiert wäre. Ich muss mir dann mal nochmal ein ordentliches Bild raussuchen. Ja, wir haben nur noch das mit der Rundfunkstation. Aber, liebe Leute, das machen wir nicht mehr heute. Ich habe vergessen, dass ich gerade den Facecam noch anhabe. Das machen wir nicht mehr heute. Dafür bin ich nicht mehr fertig genug. Es kann sein, dass ich dann morgen weiter streame, also Sonntag, also heute, wenn ihr die Folge seht. Ein bisschen vom Level dann ein bisschen höher sind, dass ich vielleicht vorher noch ein bisschen mit jemand anders höher leveligem spielen werde. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao.